Hallo Pickup-Gang-Freunde, hallo YouTube, mein Name ist Tom Thompson und herzlich willkommen hier zu eurem lustigen 50th im Landwirtschaftssimulator 2015 gemeinsam mit dem Fabio. Hallo. Den Kevin. Mahlzeit. Den Tim. Servus. Und den Gibbon. Hallo. Gut, wir haben ja hier schöne Autos gekauft, ne? Auf Hochglanz poliert. Das sieht voll gangmäßig aus, wenn ich hier so vorbeigehe. Das hat was. Bäm. Gut, wir haben jede Menge zu tun, liebe Leutchen. Wie Strafe? Niemand zahlt Strafe. Warum Strafe? Ja. Gibbon? Na, nicht schon gut. Gut, Gibbon hat Fieber, der ist halt ein bisschen außen vor. Ich verteile mal hier, bevor wir die Aufgaben starten. Wir haben in Feld 23 zum Ernten, da ist irgendwas drauf, ich glaube Gerste oder Raps. Also normaler Mähdrescher. Und die 28, da ist noch Mais drauf. Da können sich auch nochmal zwei Kollegen drum kümmern. Wie sie sich wegporten. So, was gebe ich? Ich glaube, Fabio, den leihe ich mir mal ganz kurz aus. Der sollte sich mal einen Lamborghini-Traktor krallen und so einen Container hinten drauf peitschen. Und ich gebe mal richtig viel Geld aus, Gibbon. Weißt du, für was? Für was? Also, wenn ich darf. Ansonsten kaufe ich für die Kartoffeln sind fertig. Man glaubt es kaum. Und ich hätte gern für geschmeidige 479.000 Euro. Aber den immer noch nicht gekauft? Den Vollernter, nein. Na gut, da müssen wir ja jetzt, ne? Ich meine, wir können auch mit dem Flug nochmal drüber gehen, aber das wäre natürlich verstanden. Nächster, nix Flug. Ich glaube, ich spinne, wir haben... Nee, ich habe mühsam die Kartoffeln von Hand gezüchtet. Und du willst die... Von Hand? Ja, ich habe jede einzeln jeden Morgen gestreichelt. Genau. Und hat was gebracht? Ich weiß es noch nicht. Ich war noch nicht unten. Ach, geschmeidiger geworden. Bin ich doof oder bin ich doof? Suchst du eins von beiden aus? Ja, wir haben zwei von den Dingern jetzt. Scheiße! Siehst du? Ich wollte schon sagen, hatten wir nicht schon mal einen? Ja, okay, gut. Gut, ja, kommt jemand zum hast Fall? Du gut gemacht, Thompson. Wolltest du mit LKW fahren? Ich hab schon LKW, wohin? 28. Mais? Ja. Gott, ich bin... Sollte doch gehäckselt werden, oder? Alles gehäckselt, alles ins Silo, ja. Ach, du stehst schon da unten. Gott, bin ich blöde, jetzt habe ich zwei so scheiß Geräte gekauft. Ja, kannst du eins wieder mit ein bisschen Verlust verkaufen. Ja, hier liegt aber allgemein noch Krimskrams-Zeug rum. Hier liegt noch ein Gewicht rum, hier liegt noch, ach, das war diese eine komische Gabel, die mal, nicht funktioniert hat. Genau, die hat Fabio sich mal organisiert. Warte mal, die verkaufe ich jetzt auch wieder, dann sind wir zumindest sauber. Wo ist denn hier? Garage. So, liebe Leute, damit ihr bitte Schwung reinkommt, ich habe eine lustige Frage. Fangen wir mit was Lustigen an? Ja, wir fangen mit was Lustigen an, oder? Das würde mich auch mal beim Lustig geht immer. Lustig geht immer. Der Philipp hat uns gefragt, was wir von der WWE und Wrestling allgemein halten. So, und jetzt seid ihr dran. Gar nichts. Gar nichts? Ich auch nicht. Ich auch nicht. Okay, Tim, kurzes jetzt du. Kurzes Thema. Ja, sehr kurzes Thema, ich merke das schon. ja, okay. Gar nichts? Also habt ihr nie geschaut? Habt ihr nie in eure Jugend... Früher. In der Schule Leute auf den Tisch gekloppt oder so, keine Ahnung. Nee, ja, das ja. Das habe ich gerne gemacht. Aha, okay, jetzt kommt's raus. Voll aufs Fressbrett. Mistgabel? 1600, oh Gott. Aha, okay, Gibbon. Also Gibbon ist ein Schläger geworden mittlerweile. Mhm. Nachdem es die ganzen... Also ich glaube, also beim Gibbon wird's immer schlimmer, ne? Zuerst sagt er, hier, ich habe mal geraucht, ne? Und dann mit 7 Jahren oder so habe ich Stange geraucht. 9. Mit 9 hast du Stange geraucht. 6? Ja, 9. Nein, nicht Stange. So viel auch nicht. So viel auch nicht. Wo ist der Mistgabel? Kann ich sie direkt verkaufen? Ja, das kommt weg. Ich habe übrigens nichts zu tun. Wie, du hast nichts zu tun? Ich hab nichts zu tun. 24 muss irgendwas bestellt werden. Okay. Container ist angekuppelt. Das ist sehr gut. Ich mache mich auch gleich auf den Weg. Ich muss was mal gucken. Sie besitzen zwei. Ich verkaufe jetzt einfach mal einen. Mal gucken, welcher verschwindet. Fahrzeug oder Gerät wurde verkauft. Das ist gut. Mal gucken. Ha, ich habe den richtigen verkauft. Das ist gut. Wir fahren jetzt gemeinsam zum Kartoffelfeld, zum Kartoffeln ernten. Und der Container ist nämlich richtig gut. Genau, ich muss auch hier das Palaberlicht anmachen, damit es ja keinen Stress gibt. Gibbon, ansonsten, warte mal, ich muss mal gucken, was ist hier noch offen. Die Schafe haben aktuell noch genug. Du im Zweifel, Kuhproduktivität bei 0%. Das Kühe füttern. Lange nicht mehr gemacht, aber... Nee. Die haben genug. Wahrscheinlich. Ja, du könntest eventuell Eier wegfahren. Und wenn dir ganz langweilig ist, dann glaube ich, Billewiese und sowas mähen.
Es war auch nicht so der Hit, ich weiß. Unten an eine Bier, eine. Ach, wie heißt denn das? BGA. Oh Gott, ich ver. Genau, ja. Ja. Das Ding, das ist halt hier mit Arschlenkung und da kommst du relativ schnell rum. Was ist denn mit dem Tim? Hast du mal Wrestling geguckt? Früher, wie gesagt. Früher mal. Welche Namen fallen dir spontan noch ein? Der Undertaker. Der Undertaker? Ja. Okay. Irgendeiner von euch hat einen Fernseher relativ laut. Ich hab'n. Fabio gerade hupen gehört. Und das war kein Sprachecho. Okay. Bei mir ist der Ton auch aus. Oder? Bei mir auch. Okay. Ich hab keinen Fabio, nee. Gut, dann hab ich Hallo ist immer noch. Kein Problem. Der Undertaker. Vielleicht selbst gehupt. Ja, also ich bin zwar, ne, bitte grenzdebil, aber dass ich hupe und das Ganze nicht mitbekomme. So, wir müssen jetzt hier rechts abbiegen. Das heißt, du geradeaus und ich hier rechts weg. Blink, blink. Und ansonsten, hast du die ganzen Dinger da mitbekommen mit New World Order und WCW, WWE? Nee. Das sind, okay, gut. Dann da bist du ausgestiegen dann komplett. Da habe ich ehrlich von uns allen am meisten geguckt. Boah. Lass tief blicken. Warum das ist? Das ist wie eine Daily Soap für Männer. Naja. Na doch. Das ist ja alles gespielt. Also vieles ist gespielt, klar. Ja. Es gibt auch Verletzungen und so. Die ganze Story ist aber, der kann dann mit dem und der kann mit dem dann doch nicht mehr. Und ja, das ist wohl wahr. Genau, dann mögen die sich alle nicht mehr und dann hauen sich auf die Fresse. Und aber, man darf ja nicht. Oh, das Ding hat so eine anstrengende Lenkung. Okay, jetzt bin ich auch gespannt, wie das Ding geht. Sie müssen die Maschine erst aufklappen. Stell den Container hier am besten irgendwo hin. Am besten an die Seite, oder? Am besten irgendwo an die Seite, ja. Nach der Bahn fahre ich mal wegbringen. Okay. Passt zwar noch was, aber... Und wenn der Gibbon fertig ist, könnte er ja die 28 mithelfen, neu zu bestellen. Oder warte mal, ich stelle gerade fest, habe ich überhaupt... ich glaube, du musst neben mir herfahren. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, weil ich sehe nämlich kein Vorratsbecken. Doch, da gibt's ein Vorratsbecken. Ja, hat er, glaube ich. Ja, hat er. Ich fahr's einmal. Hat er. So, ich darf mit Freude euch verkünden, wir ernten unsere ersten Kartoffeln. Morgen Kartoffelsalat, sagst du? Ja. Mag ich zwar nicht, aber egal. Du isst das. Du isst, was auf den Tisch kommt. Nee, wir machen Chips drauf, ja. Ja, Kartoffelchips. Erfolgreich. Also ich mit Wrestling werden wir nicht hier groß, ne, eins an der Glocke hängen können. Nee. Nee. Wie gesagt, also ist Daily Soap für Männer. Also ich find's nicht schlecht, ich finde aber bloß, dass man aktuell so sieht, weil mir die ganzen Namen, die sagen mir nichts mehr. Und ein großer Teil der Leute, die ich damals geguckt habe, die leben alle schon nicht mehr. Also da, ist auch ein bisschen merkwürdig. Ups. Oh, ist ein bisschen ups. Oder hast du... Ganz toller Container. Hey, geil, Fabio hat sich auf der Seite gelegt. Lol, echt? Naja, der ist einfach, also er wollte den Container abkoppeln und dabei hat er einfach mal das Gerät auf der Seite gelegt. Sauber. Das Haus hier, das nervt. Das ganze Feld Nummer 12 nervt, muss ich mal sagen. Was soll denn auf Feld 24 drauf? 24? Nee, ja. 23. Ja, aber 24 war auch noch. Wo siehst denn du die 24? Muss mal ganz kurz gucken. Okay, 20 war nichts drauf. 24 ist nichts drauf, da hat er recht. Mach mal am besten Gerste nach wie vor drauf. Gerste oder Raps, such dir was raus. Okay, immer Gerste. Obwohl, bei den anderen Feldern haben wir schon Gerste. Das sieht so geil aus. Stimmt, da haben wir ganz viel Gerste. Ja. Ganz viel Gerste. Ganz viel Gerste. Okay, wie kriege ich jetzt den Container wieder hingestellt? Fabio ist einfach mal abgehauen, weißt du, baut einen Unfall. Ja, ich bin im Auto. Achso, okay. Das Gerät hier, was ich fahre, das hat halt bloß eine Höchstgeschwindigkeit von 10. Also das heißt, ich schiebe mehr, als wie ich irgendwas kaputt mache am Ende. Oder dich wieder aufs Dach leg. Nee, nicht aufs Dach, auf alle vier Räder. Gut. Also Philipp, tut mir leid, ne, wir können nicht allzu viel dazu sagen. Außer dass, weiß nicht, es ist ein interessanter Sport. Man darf aber nicht zu ernst nehmen, es ist wie eine Daily Soap. Ja, warum schlimmer? Es passiert halt mehr. Ja, unter meinem Niveau. Unter seinem Niveau, okay. Ja, Kevin. Ist so, Entschuldigung. Gut. Ich kann mir auch kein Berlin Tag und Nacht oder so, da gibt's ja jetzt. Oh, das kannst du aber nicht vergleichen. Das kannst du aber echt nicht vergleichen. Aber Spaß kann ich mir sowas wie Berlin Tag und Nacht angucken.
dasselbe irgendwie. Das ist Brainfucking. Wo ist das Brainfucking? Wenn man sowas guckt und die schreien sich zuerst an und dann hauen sie sich in Anführungszeichen auf die Nase und dann fliegen sie durch den Ring. Dokus. Gut, dann guckst du eine Doku übers Wrestling. Toll. Wir haben das früher immer auf der Xbox gespielt. Das war immer lustig. Wrestling? Ja, schön. Schön mit dem Stuhl gegenseitig kaputt kloppen. Ja, genau. Das hat dann Spaß gemacht. Fabio, ich helfe dir mal. Ich komme mit einem Topspeed von 27 km/h an. Ja, geht. So, bitteschön. Danke. Oh mein Gott, ey. Gut, ansonsten, keiner mag Wrestling. Philipp, tut mir leid, können wir nichts machen. Da hast du ja die absoluten Anti-Pros am Start. Genau, und bevor einer fragt, was war damals mein Lieblingswrestler? Goldberg. Der war cool. Hört sich irgendwie nicht an wie so ein Wrestlinger. Ne, geh mal auf diese Plattform, wo diese Videos da hochgeladen werden. My Video, richtig. Und gib dir mal Goldberg ein und Wrestling. Das Typ, ja, das war mehr ein Tier als Mensch. Also der ging gut ab. Ja. Gut, machen wir halt etwas, was vielleicht mehr auf Kevin sein Niveauzettel steht. Kevin, bist du da? Ja, ja. Okay. Ich lausche. Er lauscht. Der Eintracht Minecrafter hat gefragt, was halten wir von Geld als Geschenk? Also so Geld zu Weihnachten, Geld zum Geburtstag, Geld zu Ostern. Ist das persönlich, ist das unpersönlich? Jetzt geht's los, ne? Da würde ich mich jetzt selber ins Knie schießen. Im Thema, aber das ist ganz interessant, was der Fabio davon hält. Weil den muss ich jetzt echt ausfragen, weil er ist mit Abstand der Jüngste. Das heißt, er hat vielleicht noch irgendwie Gedanken. Er weiß, wie die Jugend tickt im Gegensatz zu uns. Naja, ne? Also ich weiß, wie die späte Jugend tickt. Genau. Und dann habt ihr noch drei alte Säcke, die euch sagen können, wie es damals war und wie es heute komisch ist. Genau. Das bräuchten wir nur jemanden im Rentenalter oder so. Im Rentenalter, der kriegt, glaube ich, kaum mehr Geld zu Weihnachten oder so. Das stimmt allerdings auch. Aber er kann was dazu sagen. Also ich hab noch nie erlebt, dass irgendwie ich meinem Opa oder Oma Geld zu Weihnachten geschenkt habe. Das ging dann irgendwie eher andersrum, ja. Und nachdem hier richtig Party ist, ich glaube, die schlafen alle noch. Ihr denkt nach. Okay, ist alles korrekt. Nee, also ich habe da, hab ich dir schon mal gesagt, oder? Dir und Kevin. Also ich finde Geldgeschenke, finde ich immer, sind immer die besten. Und da kann man sich immer selber entscheiden, was man sich dafür holt. Also mal angenommen, du wünschst dir jetzt, genau, neben Koks und Nutten wünscht sich der Geber eine PlayStation 4. So, das gibt der Weihnachten keine PlayStation 4, aber es Geld, um sich eine PlayStation 4 zu kaufen. Wo ist denn da der Unterschied dann? Ja gut, aber ich kaufe jetzt keine PlayStation 4. Das war rein hypothetisch. Wenn ich jetzt zum Beispiel mir Spiele, was ich ja hauptsächlich, sag ich mal, kaufe für die Xbox, ja, kaufe und die sind noch nicht da, dann nützt mir das relativ wenig. Dass ich mir ein Spiel wünsche, was vielleicht noch gar nicht draußen ist, da wünsche ich mir lieber das Geld. Oder halt, ich hole mir halt auch viele Sachen zwischendurch. Irgendwie jetzt zum Beispiel das Headset, wo ich halt noch nicht weiß, dass ich es mir jetzt unbedingt wünsche. Okay. Aber du würdest immer Geld in einen gewissen Sachwert, ja, oder so vorziehen. Oder wenn jemand jetzt was für dich bastelt. Ja, meine Nichte und meine Neffe, die haben ein Bild geschenkt. Okay. Aber die sind ja noch relativ jung, aber ja. Damit kann der Gimmer dann relativ wenig anfangen, oder? Nee, nicht wirklich. Na gut, die sind halt noch kleiner, ne? Die können dir noch kein Geld schenken, so auf gut Deutsch, okay. Kann man natürlich noch nicht so ernst nehmen. So. Die kann man nicht ernst nehmen? Doch, aber... Die haben an mich gedacht, so. Ja. Aber so Bilder, mein Gott. Ich glaube, ich bin aus dem Alter raus, da ich mir jetzt... Kratzelbilder an der Wand hängen. Ja, oder nicht? Die, weiß ich nicht. Haben tue ich sie noch. Na, siehst du, also du hast sie nicht. Von mir weg gerade. Also du hast sie nicht entsorgt oder so. Nee. Okay. Aber Vorteil ist, wenn man sich. Hä, warum entleerten ja die Kartoffeln nicht? Ja, red ruhig weiter, ich rede mit mir selber. Kann das sein, dass sie nicht in den Container gehen? Muss erstmal das Ausladeband ausfahren. Das ist, glaube ich, warte mal. Erntemaschine senken. B, das ist das. Okay. Überladen starten. Das ist nicht mit A, das ist mit Y belegt. Okay. Das ist wie der Güllewagen im Prinzip.
Fabio, willst du mal fahren? Ja, kann ich machen. Hüpf ich mal raus, mal gucken, geht das da weiter? Damit du auch mal hier die Maschine mal siehst. Wie sieht es beim Tim aus? Mein Gott, du bist jetzt hier in unserem Alter mit Kevin und meiner einer gemeinsam hier. Also ich sag mal, ich habe nichts gegen Geldgeschenke, finde ich gut, weil je nachdem, wo man halt was kaufen will, ist es halt doch ein bisschen einfacher. Mhm. Ja. Ich sag jetzt mal, wenn du halt jetzt einen Amazon-Gutschein kriegst, bist du halt immer an Amazon gebunden oder beim Mediamarkt, ja, und so kannst du halt frei auswählen, wo du irgendwas kaufen gehst. Ja. Meine Schwester und ich haben zum Beispiel jetzt mittlerweile den Deal, wir schenken uns zum Beispiel zu Weihnachten gar nichts mehr. Gar nichts mehr? Bevor wir halt Geld hin und her verschieben, machen wir es eher so, dass wir halt meinen Patenkindern dann da dementsprechend was holen und wir halten uns dann da halt geschenkemäßig gegenseitig zurück. Okay. Also stehen die Kinder so im Mittelpunkt und die Älteren sagen sich dann, mein Gott. Das ist aber auch so, wenn ich mit meinen Eltern irgendwie Geschenke hin und her schiebe, das ist oft so, dass ich denen einen Gutschein schicke und die schicken mir einen Gutschein zurück. Und da denke ich mir dann auch so, Leute, warum behalten wir nicht einfach unser Geld und damit ist Ruhe? Ah, das ist das Saatgerät, okay, scheiße. Ich grubber mal da unten, wo steht denn der Grubber aktuell? Auch unten in der Halle müsste rein, theoretisch. Okay, hat jemand von euch den Flug gesehen? Ja, der ist doch der müsste Halle, oben bei Leckerwitz stehen, glaube ich. Okay. Wobei, glaube ich, der Flug ist, glaube ich, nicht so der Hit. Wie mache ich das denn? Was war jetzt noch Feld 28, ne? Ja, 28 jetzt gerade. Genau, 28 kommt wieder Mais drauf, bitte. Kannst du erstmal in Mähdrescher setzen und die 23 platt machen. Okay. Ey, wir haben so viel Zeug hier rumstehen. Das ist echt so. Wahnsinn, naja. Hier ist Mist, okay. So ein guter Punkt hier, was Tim gesagt hat, Gutscheine. Ja. Ja? Ja, weiß ich jetzt auch nicht, was ich dazu sagen soll. Wolltest du jetzt damit anfangen, Gutscheine besser sind als generell Geld? Generell halt Geld, ja. Das halt. Ich habe jetzt mehr so ans Geld jetzt, weiß ich nicht, im Umschlag Geld reintun, als jetzt an Gutscheine zum Beispiel gedacht. Weil jetzt auch Tim gesagt hat, zum Beispiel Amazon gebundene Gutscheine zum Beispiel. Oder jetzt andere. Wo bin ich denn hier? Hier bin ich. Also ich finde, ich meine, Gutschein, ja, stimmt schon, aber gerade so bei Amazon, ich glaube, da kannst du echt nichts falsch machen, weil die haben ja alles. Ne, ja. Will man jetzt sagen, hier. Ja. Wenn man ihm was schenken will und kein Geld mehr schenken will, einfach Amazon-Gutschein. Hat er mir auch schon was Gutes getan. Da kann man beim Gibbon zumindest überhaupt nichts falsch machen. Nee, ich glaube, zu 90% kaufe ich bei Amazon. Zu 90%. Es gibt auch Ausnahmen. Gott. Und hol mir Sachen, die sind 20 Euro teurer. Jetzt übrigens nur noch 10 Euro teurer. Das Headset. Und das war ein Angebot damals. Ja. Bei Amazon. Oh, ey, ich komme mit diesen Drehrumpumpel. Ich probiere gerade hier mich an Kevins lustigen Gerät zu Dingsen bedienen. Was? Ja, ich probiere den Schredder mal ins Laufen zu kriegen. Ach so? Na, ja. Viel Spaß. Ja, danke dafür. Nein, bleibst du offen. Ja, naja, das mittlerweile auch, dass das zu Weihnachten einfach gar nichts verschenkt wird. Das ist irgendwie sich so eingebürgert. Früher habe ich immer Socken und so von meinen Großeltern und so. Ja, was heißt von meinen Großeltern? Oh, von meiner Oma oder so. Oder von meiner Tante Socken oder selbstgestrickte Pullis oder so. Ich meine, da könnten mir nicht Geld schenken, ja. das habe ich mir früher auch gedacht. Meine Tante, eine von meinen zwei Tanten, die hat mir nämlich immer so was zum Anziehen oder so geschenkt. Es war schon ein bisschen her, aber es hat mich immer ein bisschen aufgeregt. Aha, gibt man schnelle Ansprüche oder wie? Ja, so, wenn ich an sie Sachen, keine Ahnung, das ist für mich kein Geschenk. Warum ist das für dich kein Geschenk? Ich weiß es nicht, irgendwie. Wenn ich dir jetzt einen Armani-Anzug schenke, dann ist es auch ein Geschenk, oder was? Ziehe ich den an? Na gut, speichern dafür natürlich viel Geld, ne? Hätte ich jetzt kein Problem mit, aber. Na, bei dir wäre es schon mal was anderes, du wärst die Familie. Du wärst auch so planmäßig. Das verstehe ich jetzt gar nicht. Das heißt, wenn dir in Anführungszeichen ein Fremder Klamotten schickt oder schenkt, ist das für dich okay? Macht's der Familie, sagst du, nee, brauche ich nicht den Scheiß. Okay. Ja, du bist außerplanmäßig. Ich bin außerplanmäßig, okay. Mhm. Kevin, ich melde gehorsamst. Also von den ersten Fremden erwarte ich weniger was als jetzt von
Mutter oder so. Was heißt verlangen? Hört sich jetzt so ein bisschen komisch an, aber... Weiß nicht. Was meldest du gehorsamst? Ich habe meinen ersten Stamm gerade zerlegt, aber dieser Sniper-Ding hat nicht funktioniert. Das muss ich nur drücken, damit der ausfährt. Ah, Y. Dieses Sniper-Ding, Y, ja. Ja. Sniper-Ding. Ja, ich habe... Der Auto-Aimbot-Rüssel. Ja, genau. Ich habe den jetzt, glaube ich, die Stämme ins Nirvana geschickt, einfach mal. Aber es war eh nicht viel, deshalb ist einer zum Üben. Gut, jetzt fahre ich nämlich hoch zur 12, weil da liegen nämlich einige Stämme rum. Die wollte ich jetzt mal eliminieren, während der Fabio da auf Achse ist. Wie ist es beim Fabio? Wünschst du dir, ja, wenn jetzt hier zu Weihnachten oder sowas anschaut, der Geburtstag, was ist dir lieber? Also an Ostern und am Geburtstag eher Geld, an Weihnachten aber eher, wenn man was in der Hand hat. Also Geld hat man ja eigentlich auch in der Hand, aber... Also was richtig ist dir immer noch lieber, als wie bloß einen Umschlag geschenkt zu bekommen. Okay. Wenigstens ein normaler Geber und schneide mal eine Scheibe ab hier. Ich hab 13 oder 14 auch noch was. Ich glaube der 14. das erste Weihnachten, wo ich Geld geschenkt bekommen habe. Wo ich es verlangt habe. Boah, na gut, verlangt habe ich es nicht, aber es war halt für andere Sachen, wo ich drauf gespart habe und deswegen habe ich Geld bekommen. Okay. Leute, ist ganz gut, die ganzen Geschenke, aber jetzt habe ich Schnauze voll, jetzt will ich Geld haben. Aber zum Beispiel Führerschein habe ich auch viel von Weihnachten und so gehabt. Führerschein haben wir dieses Jahr auch für den Bruder von meiner Frau Geld geschenkt, damit er halt einen Führerschein nächstes Jahr anfangen kann. Großzügige Spende. Ja. Weil wir wissen ja nicht, zu welcher Fahrschule er gehen will. Wir haben ja, sag ich jetzt mal, das Luxusproblem, wir sind ja genug außenrum. Aber er wollte halt direkt bei uns in der Stadt gehen. Mal schauen, wo er hingeht. Genau, wenn er sich vorbereiten will, kann er unserer Fahrschule folgen und sich nochmal reinziehen. Da weiß er genau, was ihm erwartet. Genau. Der blanke Horror. Das ist das Schlimmste überhaupt im Leben. Führerschein. Oh Gott, nein. Spart der Fabio eigentlich schon fleißig auf irgendwas Großes? Ich meine, jetzt mit 13 ist vielleicht nicht gerade ein Alter, wo man sagt, klar, ich spare jetzt auf mein erstes Haus. Ah, kann ja auch schon ganz gut sein. Es gibt... Ja, noch nicht. Noch nicht, okay. Du nimmst das Geld und haust das volle Kanne raus für Lollis und Eis. Oder fürs Kart? Nein. Nein. Das steht jetzt in der Garage und gammelt vor sich hin. Ja. Ja. Ist das geil. Ja. Oder für die nächste Ausfahrt, Benzin. Ja, ne. Ich muss noch einen Turbolader einbauen. Oh. Okay. Das ist nicht so einfach. Dann macht viel Spaß. Ja, du, oder gleich im Motorradmotor. Der Motor so groß wie der Turbolader. Ja. Und nicht die Finger reinstecken, wenn sich's dreht, ne? Das ist wie ein Gemüsehobel, das Ding. Da ist der Finger ab. Da kannst du dir nicht nur die Fingernägel mitschneiden, sondern gleich die ganze Hand mitschneiden, wenn du willst. Das ist nicht lustig, weißt du, wie schnell sich das Ding dreht? Das ist... Ja, ich habe noch keinen Menschen gesehen, der seinen Finger in die Ansaugseite reinsteckt. Es gibt für alles ein erstes Mal... Ach du Eben. Deswegen sind auch die groben Fliegengitter für Kinderhände. Genau, dass die nicht durchgehen können. Cool. Ja, der Fabio ist fleißig hier am Kartoffeln. Das also Feld Nummer 12 ist richtig assi. Das ist uneben wie Hulle. Das Ding rutscht manchmal einfach weg. Ja, ja. Ach ja, naja, stimmt. Weil das nur am Hang ist. Das letzte Rotzling ist das. Ja, also würde man das Feld verkaufen können, dann kann man so Geräte auf... brach liegen lassen. Wir lassen es brach liegen. Und wir machen hier Wiese draus und haben einen schönen Hof hier hinten. Ich glaube, für Wiese ist es gerade sogar geeignet, aber unsere Maschinen, die sind einfach viel zu groß für den ganzen Krimskrams hier. Oh. Wie, oh? Ich hab's verscheckt, dass Kevin schon kommt. Kevin kommt, muss aufpassen. Ups, sorry. Habe ich jetzt eigentlich schon was zum Thema Geld gesagt? Nee, ne? Ne, ich glaube nicht. Ne. Geld ist gut. Punkt. Nee, da kann man halt alles mitmachen. Ja, es kommt immer drauf an, was man gerade irgendwie machen will. Oh, schön, es gibt keine Kettensägen mehr. Also, Geld schadet nie, da kann man sich dann wirklich das holen, was man möchte und gerade Missverständnisse sind. Weißt, wenn man ja ein bisschen aneinander vorbeiredet oder so, da sagt man lieber, du gib mir lieber das Geld, dann hol ich's mir selber, bevor du anstatt ein Headset irgendwie ein paar Kopfhörer bekommst. Ne, für ein Smartphone oder sonst was hier, dann denkst du ja auch, oh, schön. Und natürlich erwartet man dann, wenn man, weiß ich, was schenkt, ne, und die Leute gucken einen an und denken, ja, jetzt kommt der freudige Moment und du denkst dir bloß,
Du liebe Scheiße. Ja, genau. Das ist genau das, was ich nicht wollte. Danke dir. Ja, das ist immer so, weiß ich, wenn ich so zum Beispiel Weihnachten oder so, da weiß ich schon in der Regel, was ich bekomme, nämlich Geld. Dann mache ich den Umschlag auf. Das ist schon immer noch so, weiß ich nicht. Also jeder weiß eigentlich, dass du das bekommst und auch ich weiß, was ich bekomme, aber irgendwie, keine Ahnung. Weiß man nicht, wie doch viel. Du weißt nicht, ja, welche doch. Währung. Also bei Tante, ja, mal ab und zu Dollar. Rubel. Pfund war auch schon bei, Rubel, genau. Echt jetzt? Nein, Spaß. Bei einer Regel weiß ich immer, wie viel. Also, wie viel Tante gibt, wie viel Mutter gibt, wie viel Vater gibt. Deswegen, eigentlich weiß jeder schon, was ich bekomme, aber irgendwie, doch irgendwie so freut man sich da drauf. Okay. Also trotzdem komisch. Anwesend? Könntest du etwas zur Seite fahren? Warte mal. Ich stehe. Doch, ich habe gerade Kevin drin. Klar, Moment. Logisch, klar. warte mal, ich hau das Ding ja einfach in der Walachei rein. Gott, ey, das Ding ist so riesig. Jetzt habe ich auch alles gedrückt. Jetzt gehen alle Menüs auf. Läuft bei mir. Geht das so? Ja, das geht. Okay. Geld. Das war aber früher war das nicht so. Also ich kann mich nicht erinnern, dass das früher gang und gäbe war. Da hat man eigentlich immer materielles Zeug bekommen. Also ich kann mich auch noch an Zeiten erinnern, wo du dir einen Wunschzettel geschrieben hast, gerade zu Weihnachten. Genau, und dann wusstest du gar nicht, was du bekommst. Ja, klar. Oh, das habe ich auch. Als ich jung war. Als ich noch materielle Sachen bekam. Als ich jung war, sagte der 17-Jährige. Noch jünger. Noch jünger als jetzt. Oh, gewandt. Da war ich noch fast flüssig. Da habe ich schon schreiben können, wisst ihr? Ja, ja. So, Leute, ich bin ja nicht da, aber ihr habt schon mal meinen Wunschzettel, ne? Oh mein Gott, ey. An den Kopf getackert. Ja, genau. Das erste Wort von Gibbon. Kugelschreiber. Wunschzettel. Der zweite Titel. Ja, genau. Aber ich finde es immer schöner, wenn man irgendwie die großen Geschenke hat. Also was heißt die das großen stimmt. Geschenke? Die Größe ist es ja nicht mal. Aber wenn man halt wirklich was hat und man überhaupt nicht weiß, was drin ist. Weißt du, wenn da wirklich noch Spannung ist. Als wenn du bloß so wie auf der Post so einen Umschlag in die Hand gedrückt bekommst. Und dann machst du ihn auf und denkst dir, gut, toll. Und das ist dann Weihnachten, ne? Oder gut, beim Geburtstag oder weiß ich, zur Jugendweihe oder wie heißt das? Konfirmation, ne? Heißt das so? Ich glaube, ja. Da ist es vielleicht ein bisschen was anderes, weil ich glaube, da ist es fast gang und gäbe, dass man Geld schenkt. Dass man sich da ein bisschen was holen kann. Aber gerade an so herzlichen Sachen. Und gerade bei älteren Menschen, da gibt es ja auch kein Geld. Sieht das aus, wenn du auch mal einen 50er gibst. Gut, die kriegen dann halt den ganzen Ranz irgendwie, ne? Kochtöpfe. Ja. Bügelbretter, Bügeleisen. Ja, ja. Die sind dann aber auch immer so... Fleischwolf. Fleischwolf, ja. Welche Oma wünscht sich nicht mal einen Fleischwolf zum Geburtstag? Ja. Habe ich, das Lustige ist, von meiner Freundin mal, von meinem Vater, war das Geburtstag? War Geburtstag. Mein Vater hat gesagt, was er sich wünscht, hat mir das Geld gegeben und ich habe es dann gekauft. Und, das war dann das Geburtstagsgeschenk. Also Sie? Auf gut Deutsch, mein Vater hat mein Geburtstagsgeschenk an seine Freundin bezahlt. Er hat mir schon die 50 Euro, glaube ich, gegeben. Ich habe es nur geholt und fertig. Okay. Geh mal, deine Familie ist ein bisschen sonderbar, hab ich schon mal erwähnt. Mein Vater ist sonderbar. Kevin, ich komme mit diesem Ding ja nicht klar. Kevin! Ja, weil ich zu der Zeit halt auch keine Kohle hatte, weil er war ja Ende des Jahres. Soll ich mich zu dir und deswegen, ja. Für so einen Fleischwolf gebe ich keine 50 Euro aus. Wie kann man einer Frau einen Fleischwolf schenken? Das ist genau wie ein Bügelbrett oder so. Ja, sie hat sich's gewünscht. Ich hab welche Frau wünscht sich einen Fleischwolf? Ja, sie ist halt so viel in der Küche und so. Darf sie aber. Viel. Ja, aber ein Fleischwolf. Ja, wenn sie es braucht. Dann machst du doch irgendwie. Hackepeter. Wie heißt das Ding? Ich hab's ihm auch gesagt, ich bräuchte auch keinen Fleischwolf später, aber. Habe ich ja nicht bezahlt, ne? Also es gibt wirklich kuriose Geschenke. Also, weiß nicht, ein Fleischwolf, das habe ich ja noch nie gehört. Fleischwolf geht ja noch. Fleischwolf geht noch. Ich habe mir extra aus Metall gekauft. Gewünscht. Echt jetzt? Ja. Was ist denn mit dem? Ja, meine Frau hat da halt auch schon die ganze Zeit gesagt, die will sie schon die ganze Zeit haben. Letztes Jahr zu Weihnachten hat sie die gekriegt. Beziehungsweise hat sie schon seit Vorweihnachten. Okay. Weil ich wollte ja Plätzchen haben. Spaß muss sein, ja. Ganz uneigennützig. Da war es auch egal, dass das Ding extrem teuer gewesen ist. Die Plättchen sind es mir wert. Okay. Ja, meine Schwiegermutter hat dann ja auch noch mit Geld dabei gegeben, damit war es gut. Von daher. Meine Frau hat sich tierisch drüber gefreut. Und du hast dich über die Plättchen gefreut? Na sicher. Okay.
euch läuft's aber richtig. Glaubst du, ich komme mit der Maschine überhaupt nicht mehr klar? Ich bin echt zu doof. Ich bin zu doof für eine Kettensäge. Ich bin zu doof für Dings. Das ist doch nicht so schwer. Du musst halt nur gucken, dass du es da irgendwie eingedeutet kriegst. Ja, genau. Und daran ist es halt... Ah, jetzt. Ich kann wieder einen Schnitt machen. Ich häcksel das gerade alles kurz und klein, damit man das hier ein bisschen einfacher dingsen kann. Ne? Ich muss gleich wieder zum Gibbon weiter LKW fahren. Ja, kein Problem. Ich lade jetzt ab. Der LKW steht genau vor mir. Ganz ruhig stehen bleiben da. Das ist genau das, was der Kevin, glaube ich, nicht hören wollte. Okay. Ganz ruhig kommen. Ich glaube, beim Kevin war das ein leichter Hilferuf. Ich muss gleich weg, ne? Kann mich mal jemand schnell anrufen? Ich muss nicht Kevin, ich bin auch kilometerweit weg. Könntest du mir bitte helfen? Ja, ich kann den armen Domsen noch nicht hinzeigen. Ja, jetzt. Die ganzen Fichten, die liegen ja hier schon seit Ewigkeiten. Also zur Not jagt man das Zeug durch oder ich komme hier. Was ist denn jetzt hier? Und ich komme mit anderen Geräten und schaffe das Zeug ins Sägewerk oder so, ist da auch egal. Aber du hast es raus. Das finde ich gut. Ja, klar. Wir können ja vielleicht. Also Thema Geld, das ist irgendwie. Gut, der Fabio ist der einzig Normale, der Rest wünsche ich nur noch Geld. Gibbon ist der übelste Kapitalist. Ja, jetzt bin ich schon wieder hier so. Wow. Ja. Boah, weil bei den nächsten Fragen, glaube ich, passe ich mal ein bisschen mehr auf, was ich sage. Oh, da muss ich mir jetzt direkt. Oh, das ist eine schöne Frage, die ich da hier noch habe, du. Ist eine richtig schöne Frage. Töten wir gerne Menschen? Ja, ich weiß, dass du gerne. Nee. Essen willst du. Essen willst du ja keinen Menschen. Außer wenn er tot ist. Dann haut der Gibbon sich gern mal. Der Thompson heißt. Ja, genau. Und Gibbon hat. Flugzeugabsturz. Hauptsache es sterben alle. Ja. Der Pyro Bro hat uns gefragt: Was würden wir mit unserer freien Zeit anfangen, wenn wir Rentner sind? Oh, die Frage habe ich sogar auch. Echt jetzt? Ja. Ja, die kam erst in der letzten Ausgabe drin. Stimmt, die habe ich die Woche noch gelesen. Ja, die habe ich mir gleich mal aufgeschrieben. Und da der Fabio der Jüngste ist, darf er gleich mal anfangen. Weil du bist noch so weit weg von der Rente. Was habe ich denn jetzt? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Also stell dir vor, du musst nicht mehr zur Schule gehen, du hast ein bisschen Geld auf dem Konto, du musst nicht mehr arbeiten gehen. Hoffen wir einfach mal, dass das so wird in der Zukunft. Haha. Genau, und du hast ganz viel Freizeit. Du könntest theoretisch ausschlafen jeden Tag, du kannst bis um 4 schlafen. Du kannst aber auch aufstehen und dann irgendwas machen. Und genau dieses irgendwas ist interessant. Was würdest du machen? Ja, irgendwas, was Spaß macht. Also Hobbys. Ja. Du willst dann endlich als Rentner dein Kart wieder aktivieren und dich in dein Kart hocken und dann endlich mal eine Runde drehen. Genau. Weil du dann Zeit hast. Und den Willen dazu hast. Okay. Der Gibbon, der macht natürlich gar nichts. Der zählt, glaube ich, sein Geld dann von Weihnachten, Geburtstag immer noch. Gute Frage, weiß ich eigentlich ehrlich gesagt auch nicht. War auch so Hobbys. Ich weiß ja nicht, was in der Zeit dann ist. Vielleicht lebe ich ja gar nicht mehr bis dahin. Ja, wir gehen einfach mal ganz positiv davon aus, dass du noch am Leben bist. Wir gehen mal jetzt nicht davon aus, dass der Gibbon sich selbst gegessen hat. Ja, das wäre schlecht. Ja, Flugzeugabsturz allein. Du bist der einzige Überlebende. Einen muss ich essen und mit mir fange ich an. Oh Gott. Nee, wüsste ich nicht. Ja, Hobbys halt auch. Welches Hobby besonders? Also wenn du jetzt deine Hobbys von heute siehst, würdest du vielleicht ein neues Hobby anfangen? Oder würdest du... Ich mein, zocken ist halt vielleicht ein Hobby, was man nicht allzu lang machen kann. Weil wenn du alt wirst, hast du dann vielleicht auch nicht mehr so die Reaktion. Also wenn der Gibbon jetzt zum Ego-Shooter-Profi mutieren will. Oh, wer weiß? Warte mal, Kevin. Ich bin der älteste Battlefield-Spieler. Ja. Also von daher... Und der war gar nicht... Bleib. Oh. Ja, ich glaube, zocken wir jetzt dann wahrscheinlich nicht sein. Oder vielleicht andere Sachen. Wie Autofahren. Obwohl, man weiß ja nie, wie viel Geld man dann zur Verfügung hat. Also von daher... Ach du Scheiße, was hängt da... Ich weiß es jetzt nicht. Probieren darf man doch mal. Oh. Also wenn Kevin den Baum bewegt, dann schwankt sein gesamter Traktor mit zwei Hängern. Ist das... Ja, er ist... Junge, ein kleines. Also mit Schwung machst du das. So, Gibbon, es kann ja gut sein, dass du mit, was weiß ich, im hohen Alter nicht mehr fahren darfst. Was sagst du denn dann? Oh, die Kartoffeln sind alle weg. Ja, dann weiß ich es nicht. Dann hast du...
Da hast du ein Problem, oder? Das, was halt kommt, wie gesagt. Ist der Hänger zum voll? Zum Tanzcafé gehen. Zum Tanzcafé. Mit alten Omis chatten. Wir gehen da dann nicht mehr irgendwo ins Café oder so, sondern dann ist die Zeit ja noch fortgeschrittener. Mein Gott. Ins Tanzcafé. Dann schreibt man sich's über Internet an, weißt du? Okay, na Omi, alles fit bei dir? Genau so. Okay. Ja, weiß ich nicht. Du weißt aber schon, dass du dann auch ein alter Opa bist, ne? Also. Ja. Alter, Gibbon, der geht. Gehst du dann vielleicht mal. Jetzt ist er voll? Okay. Häng gleich mal an. Bin übrigens fertig. Mit was? Mit, Dreschen. Dann kannst direkt hinterher einsehen. Ja, sofort. Sofort. Neue Saat drauf, Raps drauf, fertig. Ja, ist eigentlich schon angefangen mit Gerste. Gerste? Na, dann mach Gerste weiter. Du hast ja auch so einen riesig großen Eskalationsbaumstamm, der ist zu groß. Ja, den kann ich gleich in Scheiben schneiden. Ja, der passt gar nicht in die Maschine. Flupp. Hier, den Fabio, den zieh ich aber mit hoch. Kenn ich nix. So, ich helfe jetzt mal Kevin weiter zu häckseln und übergebe dem Fabio den Lamborghini. Bitteschön. Okay. Die erste Fuhre Kartoffeln geht nach Hause. Jetzt bin ich gespannt, wie hoch der Ertrag ist. Das würde mich echt mal interessieren, ob sich das lohnt, die Kartoffeln. Oh Gott, das sieht aus, als würdest du hier... Soll ich die verkaufen oder ins alles, Lager fahren? Alles ins Lager. Okay. Nein! Warte mal, Kevin. Warte mal. Bleib mal stehen. Das kann ich mir nicht mehr angucken. Ja, der ist einfach zu dick, das passt nicht. Den müssen wir also in Scheiben schneiden und dann dingsen. Direkt ins Sägewerk bringen, glaube ich, ja. Okay. Ja, dann müssen wir wohl mal einen LKW hier hinten hinfahren. Oh, Alter, bis die Kettensäge da mal greift. Und den kleinen Radlader müssen wir hier hinfahren mit der Poltergabel und dann gucken, dass wir die Stämme da reinkriegen. Das ist, glaube ich, das Beste. Gut. Ja, du dann, wenn das alles zu groß ist, dann... Das bleiben? Nee, nur der eine. Achso, nur der eine. Also nur der große hier. Ja, das ist hier. Das Riesentrümmer. Und wenn ich das in total winzig kleine, du kannst gar nicht mehr zur sägen, ne? Hier geht ja gar nichts mehr. Naja. Das ist ja klump, wer pflanzen solche Bäume? Das kann aber gut. Ja, Ich hab keine Ahnung, du. Was soll denn der Kevin mit seiner ganzen Freizeit machen als Rentner? Oh, okay. Irgendwo rumsitzen. Durch die Gegend flitzen, jungen Dingern nachstellen. Den Flitzer machen? Wie jetzt jungen Dingern nachstellen? Du bist ein alter Knacker, was willst du denn mit jungen Dingern? Ja und? Heißt nicht, dass dein Libido einschläft? Ja, weiß ich nicht. Ja, es schläft vielleicht was ein. Wenn es dann nicht das ist, dann vielleicht was anderes. Wenn du weißt, was ich damit meine. Ja. Es gibt für alles Medikamente. Nein, ich würde mir irgendein Hobby suchen. Buhl oder so. Irgendwas Lustiges. Buhl? Okay. Was ist das? Buhl ist auf einer Sandbahn mit so Kugeln. Genau, und die müssen ganz nah aneinander liegen. Dann bist du gut. Oh, das kenne ich. Gibt es da nicht nur andere Namen für? Mein Gott. Buhl? Nö, also mir fällt jetzt spontan da nichts ein. Was ist denn noch? Warum steht denn hier eine Ecke? Also ich weiß auf jeden Fall, was ihr meint, aber ich glaube... Da gibt es noch einen anderen Namen für. Glaube ich zumindest. Ich glaube mal den Tatra hier, ne? Jo, mach mal. Okay, ich brauche bloß was zum Dingsen. Was soll der Tim machen? Ja, also wenn es jetzt nicht auf die Kohle ankommen würde, würde ich reisen. Würde ich meine Frau mitnehmen. Koffer packen und ab geht's. Dahin, wo es genau. Warm ist. Nö, auch dahin, wo man noch nicht gewesen ist. Oder müsste ich aber dann weit reisen? Ja. Ja, ich bin noch nicht so weit rum. Ja, aber dann. Gut, wenn du kein Geld hättest? Dann weiß ich es noch nicht. Dann gucken wir mal. Erstmal bis zur Rente kommen. Haben wir alle noch um die 40 Jahre Arbeiten vor uns, ne? Genau. Wer weiß, ob es die dann noch gibt. Die Rente? Habe ich heute gelesen, ist gar nicht mal so sicher, ne? Dass da was kommt. Ist ein bisschen komisch. Ja, da wird es schon was geben. Wir müssen bestimmt hier. Weiß ich, dann 200 Euro einzahlen. 2,50 €. Genau, damit wir 100 Euro rauskriegen oder so. Irgendwie sowas wird dann schon kommen. So, ich sehe mal zu, dass ich hier mit dem Holzdings... Wo ist der Fabio? Hat er sich verfahren? Ja, ich fahre gerade den Berg hoch. Alles klar. Der ist langsam, ne?
Der Lamborghini. Ja. Der sieht halt nur. Entschuldigung. Ha? Huh? Ich wollte nur den T8. Ich wollte nur Bescheid sagen, ich fahre den T8 wieder auf den Hof und düng dann da unten. T8? Wir haben einen T8? Ja, den Traktor mit der Kette. Bist du auch ein T8? Ach stimmt, wir haben ja den Traktor gekauft, Alter. Ja geil. Was wir alles haben? Du, ich krieg die ganzen Gerätschaften gar nicht mehr auf den Schirm. Ich weiß auch gar nicht, ob wir mittlerweile schon Minus machen. Oder ob wir immer noch Plus machen. Dafür haben wir zu genau drauf geachtet. Ja, genau. Du, der Kartoffelernter, der kostet 1200 Euro am Tag Unterhalt. Ich hab mich schon gewundert. Also einer hat aufgepasst. Okay, also du hast aufgepasst. Ja, so halb zumindest. Ich hab mich gefragt, ob wir nicht doch schon einen haben. Ja, und warum hast du da nicht irgendwie gleich eine Grätsche reingeballert? Hast gesagt, ey, Alter, wir haben schon einen? Ja, aber ich hab ja gesagt, so, ob wir nicht schon einen haben. Hab ich ja gefragt. Da hast du gesagt, nee. Ja, dann musst du sagen, doch, ich bin der Meinung, wir haben einen. Ja, aber ich war mir nicht sicher. Ey, du bist ja ein Finanzminister, also der würde ja in jedem Amt sofort ausgepeitscht werden. So, ja? Dir glaubt man eher als mir. Weil bei meinen Aussagen teilweise... Ja, aber warum? Du hast doch die Finanzen im Überblick gewonnen. Du weißt genau, wie viel Geld wir jetzt haben. Richtig? Ja, genau. Wie viel? Ja, das bleibt natürlich ein Betriebsgeheimnis. Ist ein Betriebsgeheimnis. Das kann der Geber noch gar nicht sehen. Aber er ist ein Minister, er muss das ja wissen. Er hat den kompletten Überblick, hat er gerade gesagt. 3,75 schätze ich einfach mal. Kevin, du bist sofort eingestellt als Finanzminister. Alter. Genau 3,756, ja. Also noch besser geht schon fast nicht mehr. Das ist jetzt echt eine Punktlandung, ja. Das ist echt eine Punktlandung. Der sagt dir, das gilt einfach. Ja, was, man sieht es ja so, sowieso bei mir. So, ich überlegen. Der Tim hatte was gesagt, der Kevin hatte was gesagt. Der Fabio, der hat noch keine Ahnung, was man mit seiner ganzen Kohle dann macht. Also Go-Kart fahren den ganzen Tag. Vielleicht im eigenen Wohnzimmer? Oder im Garten? Ich habe vor, du baust dir ein Haus mit einem Garten, wo du ringsrum eine Kartbahn baust. Oh, das wäre geil. Okay. Ja, genau. Dann gehst du in die Garage und denkst du so, oh, heute fährst du mal eine Runde das gute Kart. Und dann Garagentor auf, das andere Tor auch auf und dann fährst du durch in der Garage mit dem Kart immer durch. Miam, miam. Ja, das ist. Dafür brauchst du Kohle. Ja, dann hast du wenigstens einen Grund, arbeiten zu gehen. Also ich hätte ehrlich gesagt, glaube ich, gar keine Ahnung, was ich jetzt so, was ich dann machen würde. Ich glaube, wenn du aufhörst zu arbeiten, hast du erstmal ein ziemlich großes Loch an Zeit, wo du überhaupt nicht weißt, was du mit anfangen sollst. Ja, weil ich meine, so hast du jetzt immer was zu tun. Du weißt, du stehst in der Früh auf, du musst in der Früh raus, du hast eine 40 Stunden jede Woche, die du runterpeitschen musst. Und ja, wenn das dann plötzlich weg ist, dann sitzt du erstmal vor einem ganz, ganz großen Haufen und denkst dir so, was machst du jetzt heute? Aber ich glaube, so in der ersten würde ich erstmal ausschlafen. Weißt du, so Wecker aus, dann lang 2 Uhr schlafen. Ja, genau, also so wie ich meine Urlaube im Prinzip verbringe. doch, du musst halt nur, ich meine, du kannst dann endlich mal die ganzen, ich könnte, glaube ich, das allererste Mal die Oscar-Verleihung mehr angucken, die in der Nacht zum Montag immer ist, wo ich mir sage, geil. Wenn du arbeiten musst, kannst du ja immer gucken. Die würde ich vielleicht mal gucken. Das wollte ich immer mal gucken. Oder vielleicht halt doch mal, so wie Tim sagte, irgendwie mal reisen, weil da wirklich von nichts abhängig bist. Außer vielleicht vom Geld. Aber wenn du das nicht hast, dann könntest du theoretisch sagen, weißt du was, heute schnappe ich mir... Kennt ihr About Schmidt? Den Film mit Jack Nicholson? Unbedingt mal gucken. Ist vielleicht, weiß ich, ganz so, ist so ein bisschen, manchmal ein bisschen... traurig, aber so im Großen und Ganzen so die Message, die finde ich... Oh, der Gebung gleich, traurig, gucke ich nicht. Ist voll scheiße, Alter. Wenn die Maschine leer ist, klappt die einmal zusammen und stell die hier unten in die Scheune rein. Die werden wir dann, glaube ich, oder ich stell die rein, weil das Feld bestellen wir nicht nochmal. Das ist scheiße, okay. Für Kartoffeln. Hier können wir irgendwie mal, keine Ahnung, eine Driftshow drauf machen oder so, oder Schlammcatchen austragen, irgendwie sowas. Wir haben jetzt 56.000 Liter Kartoffeln. Von dem kleinen Feld, das ist ja nicht mal ein Hektar. Ist ja geil. Wo ist eigentlich der kleine Blaue? Hier ist der kleine Blaue. Okay, mit dem komme ich jetzt auch dahinter gezuppelt. Ich bin übrigens fertig. Du bist fertig? Bestellen. Von Feld 23. Hast du gedüngt? Nein. Gut, dann bist du noch nicht fertig. Boah, ich vergesse immer die Schritte, ey. Deswegen frage ich 24 immer. Ist schon gedüngt auf jeden Fall, da brauchst du nicht gucken. Oh, okay. Ja, da gibt man neues, als hätte er die erste Folge hier dabei. Mich wundert echt, dass das keiner sagt, ich würde dann in meiner Freizeit richtig viel zocken wollen.
Ja. Ja, bis dahin hast du wahrscheinlich Virtual Reality, dass du im Auto sitzt und zockst dann keine Ahnung was. Meinst du, dass es so weit geht? Klar. So Holodeck-mäßig, gehst in den Keller und dann hast du Holodeck hier auf der Enterprise und springst ja, da. Ja, genau. Okay. Dann hast du die Technik, bist aber so alt und klapprig, dass du es nicht mehr nutzen kannst. Ja, eben. Toll. Musst uns alle Illusionen zerstören. Nein, noch nicht. Ich arbeite aber dran. Was würde ich denn sonst noch machen? Ich glaube, lesen würde ich... Nee, lesen ist scheiße. Nee, ist nicht scheiße. Also ich hab auch schon manche Bücher gelesen, aber manchmal fehlt mir halt echt die Muse, mich dann darauf einzulassen. Filme gucken könnte ich... Nee, im Urlaub habe ich so viel zu tun. Das ist nicht wirklich Urlaub. Also ich freue mich natürlich... Ja, Urlaub, wenn du irgendwo bist, das meine ich. Wenn du immer am Strand liegst. Ja, dann guckst du in dem Buch. Du guckst ja nicht in dem Buch. Du guckst ja hier auf Strandschönheiten. So ja, nicht, wenn deine eigene Schönheit daneben liegt und dich jedes Mal haut, wenn du die Augen offen machst. Ja, die schöne Strandschönheit hier im Alter 70 plus. Ja, genau. Dann mache ich lieber Villa Germania. Villa Germania, was ist das? Deutsche Touris auf Thailand. Deutsche Rentner-Touris auf Thailand. Oh Gott, okay. wo ist die Ziege? Die hab ich. Die hat Tim entführt, ja. Der streichelt die gerade. Okay. Streichelt. Hier unten die ganzen Felder sind noch nicht gedüngt, deswegen habe ich mir gedacht, hab ich mir die. Ja. Oh, okay. Der Gearborn wieder. Ja, hat er wieder gepennt. Was denn? Ja, das war deine Aufgabe. Nix. Nee. Überhaupt nix. Das haben wir letzte Folge schon gemacht. Da ist der Gibbon LKW gefahren. Stimmt, da musste er. Ja. Siehst du? Nicht mal hier Gibbon ist schuld. Gut, wir hätten noch zwei lustige Themen, die sind aber viel zu lang für die paar Minuten noch. Und die sind wirklich lang. Kurz vor neun mittlerweile schon. Ja, ja. Okay. Die Zeit, die rennt, ne? Wir haben nichts geschafft. Na doch. Das waren aber auch jetzt Themen, du. Um alle richtig gut zu sagen. Also Wrestling, ne, das ist immer gut, das kann man vergessen. Geld aus Geschenk, da hat sich wieder mal einmal mehr gezeigt, dass Gibbon einfach ein Kapitalist ist, durch und durch. Gib mir ja, Geld und ich liebe klar. dich. Schenk mir Klamotten bitte nur, wenn du mich nicht kennst und nicht zur Familie gehörst. Sagt der Ex-Sozialist. Ich konnte es mir nicht aussuchen. Ja. Aber jetzt habe ich alles so scheiße gesagt. Mein Gott, ich freue mich natürlich über jedes Geschenk. Ach, jetzt so plötzlich? Ja, nee, aber das Geld über einmal. Ja, das stimmt auch wirklich. Keine Ahnung, ich. Ja, also selbst wenn man Gibbon hier schon wieder was rein. Selbst wenn man Gibbon hier einen schönen Gutschein schenkt zu Weihnachten, ne? Hat er sich ja auch dafür bedankt. Ja, und der Kevin hat sich auch dafür bedankt. Genau. Ja. Also ich bedank mich ja immer. Ja. Danke. Ich auch für jede Scheiße. Genau, danke für die Scheiße. Oh, die Kartoffeln sehen geil aus. Wir haben ja mehr Kartoffeln als Hackschnitzel. Ist das echt nur das eine Feld, was da liegt? Der Riesenhaufen? Ja. Ist ja krass. Also Leute, guck ins Silo, wir haben insgesamt 56.000, genau, so wie das. 22 Kartoffeln, bam. Schön. Aber nur wenn du den Flug bedienst, bam. Wenn ich was? Nur wenn du flügst. Grubberst. Flügen. Ah, okay. Ja, genau. Nee. Nee, ich bin raus. Nee, muss nicht unbedingt sein. Nee. Du musst nichts zu tun. Ja, wir sind, dann mach Maschinen sauber, Tank auf oder. Oh ja. Mein Gott, der Gibbon hier, der musst du echt alles sagen. Ich bin halt ein Leiharbeiter. Bring den Mähdrescher, den kannst du tanken und sauber machen. Sauber. Ja. Wenn du hinten fertig bist, fährst du den Traktor auch wieder Richtung Holzlieferlagerplatz? Wir müssen dann sowieso mal ein bisschen vorspulen, weil. Ja, ganz fertig bin ich noch nicht, aber ein bisschen muss ich ja für dich übrig lassen. Ich kann ja nicht all deine Arbeit machen. Was soll denn das heißen? Das ist eine Arbeitseinstellung hier. Ich mache nicht all deine Arbeit, du kannst ruhig auch was machen, du Depp. Alles klar, okay. Ja. Ne, der Tim, der hat sich nämlich schon aus dem Fenster gelehnt, hat schon gemeint, heute wird's schneien. Wie viel liegt bei euch eigentlich? Bei mir 5 cm im Garten, aber auf der Straße nicht mehr. Echt? Also bei uns ist halt. Bei dir? Also allein gestern sind 10 cm Neuschnee runtergekommen. Allein gestern. Geil. Und in der Nacht vom Freitag zum Samstag. Bin ich schon meine erste Driftrunde gefahren. Ich wollte gerade fragen. Ja. Sauber.
Da war meine Kumpeline da und die wollte noch was aus dem Auto holen und meinte so, nee, da gehe ich nicht raus. Wieso, du gehst da nicht raus? Du gehst da jetzt raus? Nee, guck doch mal raus. Schnee, ich sofort Schuhe an, Jacke an, jetzt wird gefahren. Geil. Ja, ja. Aber da hat es einige Leute schon, also gerade LKW-Fahrer, die tun mir richtig leid. Weil die, also da standen einige wirklich quer auf der Straße. Ja, da bist du echt ein bisschen, da bist du Opfer der Natur. Der Thompson kam vorbeigedriftet. Bei einem LKW, ja, gerade beim Diesel, da hörst du gar nichts. Da hörst du nack, 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 das hörst du da vielleicht. Aber nicht bang, 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 so wie das halt das Ding aus dem Video. Ja, aber so ein Sechsender, da hörst du, oder? Ich hab bloß vier. Ah, okay. Ja, da kann ich meine zwei Enden noch mit dazu nehmen, dann komme ich vielleicht auf sechs, aber Nee, also bei einem LKW-Fahrer bin ich stehen geblieben, da stand irgendwie mitten so in einer Ortsausfahrt und da habe ich halt mal netterweise gefragt, ob alles okay ist, weil es kann ja auch mal sein, dass er irgendwie Probleme hat oder so. Und er meinte, hey, das finde ich super, dass du anhältst, aber ist alles okay, er hat sich einfach nicht weiter, also er wollte sich nicht weiter vortrauen, weil er Angst hatte, dass sein Hänger sich da mitten auf der Straße dreht. Dann hat er gemeint, ja, es geht schnell, wenn er leer ist auf jeden Fall, ja. Du brauchst eine leichte Schräge und dann hast du einen Hänger neben dir. Oh Gott. Kibon? Ja. Ja, du kannst den Lamborghini auch noch sauber machen. Okay. Boah. Ups. Ja, richtig so. Der Fabio weiß schon, wie es funktioniert. Du musst den Gibbon Aufgaben geben. Also ich weiß nicht, ob wir den hier mit der Zange da reinkriegen. Entschuldigung. Und ich hab's endlich geschafft, eine komplette Runde durch den Kreisverkehr zu driften. Erstmal noch tanken. Oh. Ja. Oh Gott, ist doch fast voll. Weil ich überhaupt keine Kohle. Egal, ich hab trotzdem voll. Ich hab den gerade voll getankt. Ach, ist das wirklich, wirklich so schwierig zu driften? Ja, auf Schnee ist es, dadurch, dass es so rutschig ist und du bist halt immer, ich meine, ich bin Amateur, ne? Ich bin jetzt hier nicht ansatzweise irgendwie, dass ich da Talent dafür besitze. Also ich weiß, was ich zu tun habe. Na klar. Kommst du jetzt hoch oder hebe ich jetzt? Ja. Das kannst du vergessen, das Ding. Was machen wir mit dem? Ja, aber ansonsten, es geht schon. Also ich meine, nach einer Weile, ich mache das ja auch sehr, sehr ungern, wenn ich jemanden mitnehme. Weil ich da halt immer, also wenn ich mich in den Graben setze, dann ist es meine eigene Dummheit. Wenn ich auch jemanden noch mit bei habe, dann sage ich mir so, das hätte jetzt nicht unbedingt sein gemusst. Aber, ja, Madame wollte das und da dachte ich mir, gut, dann machen wir das halt mal, ne? Nee, das geht schon. Also ich hatte ja einmal so eine Frage in den Raum gestellt, ob wenn man so Rennspiele spielt, allgemein halt noch mit Lenkrad und so ein Kram, ob man da vielleicht schon ein bisschen wie... Vermutlich. Talent... Du weißt halt generell, du merkst, dass dein Arsch rumkommt, intuitiv lenkst du gegen. Genau. Und musst du dann halt anpassen ans Auto, ans Lenkrad, aber im Großen und Ganzen machst du ja nichts anderes, denke ich mal, oder? Nö. Na, nur, dass du halt... Gehst ein bisschen vom Gas, lenkst ein bisschen gegen, dann fängt er sich wieder... Auch genau das willst. Ich bin noch nie Hecktriebler gefahren, deswegen. Okay, aber genau das willst du ja nicht. Du willst ja nicht, dass er sich fängt. Oh mein Gott. Aber anstatt, dass du dich wegdrehst, probierst du halt abzufangen, bevor er zu krass wird, beziehungsweise zu halten. Den Winkel. Ja, genau. Und das geht dann eigentlich alles rein übers Gaspedal. Da steuerst du halt dann den Winkel. Ich denke mal, wenn er auch bei Spielen ist, wie Forza auf dem Cockpit fährst und jetzt nicht unbedingt aus Perspektive, dass er halt von innen schon so einen Popometer entwickelt. Das stimmt, ja. Außer wenn alles von außen. Außer wenn alles dunkel ist um dich rum, wissen jetzt. Ja, jetzt hat er sich befreit, jetzt hat er sich zu Tode geglitscht. Oh Gott. Nee, das war ich glaub, so. Da find ich's rein. Das war so mein Highlight, also was Schnee und sowas angeht. Hm. Aber jetzt streuen die ganzen Affen die ganze Zeit, weißt du, und jetzt taut die ganze Scheiße auf der Straße. Das langweilt mich. Boah, streuen die doch eh Split, oder? Salz. Sehr, sehr viel Salz. Echt? Und wenn das ausgeht, dann ballern sie Split drauf. Und da bin ich da bin ich richtig ein Fan davon, von Split. Bei Split, das ist dann so, als würdest du hier dein Auto sandstreuen. Plong, plong, plong. Ja, genau. Gibbon? Hätte vielleicht 0,5 cm Schnee. Unglaublich, ne? Ich hoffe, du hast es dir eingeteilt hier. Ich hatte ein bisschen mehr. Ist aber schon wieder ein bisschen weg. Also, es lag hier was, aber nicht viel. Normal hier. Aber es lag schon mal mehr als letztes Jahr, ja? Gott, ich hatte so 3 cm. Alter, jetzt. Die hatte ich noch nicht mal. Das kommt auch noch zu dir. Ja, es geht. Ich bin ja hier. Hast du nicht gesehen? Zur Arbeit sind ja schon ein paar Meter höher. Und dann von der Arbeit nochmal ein Stückchen Richtung Westerwald reintritt, dann liegt auf jeden Fall Schnee. Okay. Ich denke mal, also.
jetzt, wo wir aufnehmen, also draußen schneit es immer noch. Ne? Das schneit jetzt den ganzen Tag schon durch. Teilweise, ja, also manche Ortschaften sind schon so ein bisschen wie Land unter. Ich bin gespannt. Das meiste, was mich ankotzt, ist halt, dass die Leute irgendwie das Fahren verlernen. Aber gespannt haben. Die sehen die Schneeflocke. Also ich habe einige gesehen, die sind einfach, die fahren dann rechts raus und bleiben stehen. Die machen das. Das gibt's bei dir auch? Ja. Ich dachte, das wäre nur ein rheinländisches Problem. Nee, das ist so. Das ist so ein allgemeines Problem. Ist doch wirklich so. Die bleiben einfach stehen. Und du weißt nicht warum. Weißt du, ich meine, wenn du jetzt stehen bleibst irgendwo und es schneit weiter, dann wird's ja immer noch schlimmer, da kommst du ja nicht an. Also warum stehen bleiben? Du fährst halt langsam weiter, oder? Und ja, dann halt Unfälle ohne Ende, weißt du, wo du dir auch sagst, meine Fresse. Und das sind halt dann ganz die. Ja, ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber ich mag das viel, viel lieber, wenn mein Auto rutscht. Weil dann weiß ich genau, gut, das kann mich jetzt nicht überraschen. Und viele, die kriechen so, und wenn es da mal rutscht, dann machen sie sich ins Höschen. Dann flippen sie aus. Dann geht gar nichts mehr. Ja, wenn es ein bisschen rutscht, ist ja nicht schlimm, ne? Nö. Ganz im Gegenteil. Ich meine, meiner sollte ja normalerweise wie die Vorderachs rutschen, was er aber nicht macht, der rutscht hinten hin. Okay. Ist auch ganz interessant. Du hast Fahrwerk drin, ne? Ja, bald ein neues. Okay, dann könnte es sein. Ich mal. Wie ein neues Fahrwerk? Wolltest du das Auto nicht verkaufen? Ja, aber ich habe den ganzen Kram hier rumliegen gehabt. Fahrwerk und Welle und Quellenkerlager und zum Chrom. Ja, jetzt baust du es ein. Naja, klar. Stimmt, ja, bevor du das Geld verkaufst. Das Geld verkaufst. Mein Gott, jetzt fange ich schon an mit Gibbon hier. Alles klar. Ja, also bevor du das Zeug verkaufst. Und dir am Ende noch ein neues Auto davon holst, ne? Ja, ich weiß ja nicht, ob ich wirklich ein neues haben will. Ja, willst du. Ja, aber. Glaub mir, die Autos ab einer gewissen Alter haben die irgendwie einen Treffer weg. Ab einem gewissen Alter ist ja, der Wurm drin. Ja, ich merke das ja bei meinem auch. Ja. Das wird manchmal, wenn es kalt ist, will er nicht so richtig angehen. Dann ist er an, dann will er nicht mehr ausgehen. Hm. Genau. Der Tim wird dir bestimmt genau dasselbe sagen. Der wird ja auch sagen, Junge, das bringt nichts. Ab einem gewissen Alter sind die Autos einfach nicht mehr das, was sie immer waren. Das stimmt wohl. Ja, werden nicht mehr so, sind nicht mehr so fit, brauchen ein bisschen länger. Es ist ja nicht mal der Motor oder die Karosserie, das ist ja meistens die Elektronik, die dann rumspinnt. Naja, cool, ja. Alte Autos, die einfach. Gut, dann wird mein nächstes Auto ein Golf R. Arsch weg. Na, siehst du. Ein Vierer. Aber ich hoffe, wenn, dann schon ein Vierer Golf R, oder? Ein Sechser. Was? Vierer Golf R gibt's nicht. Achso, R32. Ja, klar. Das war ein Rennen, ein Sechser. Okay. Mit 2 Liter. 2. Turbo. Gut, das ist gut. Turbo ist immer. Ja, einmal Turbo-Benziner, immer Turbo-Benziner. Oder ein S3 oder so. Die gehen schon relativ günstig her. Ja. Ja, aber als einen neueren, nicht ein 1.8T, sondern ein 2 Liter auch. Ich zerschneide irgendwelche Bäume, ich weiß nicht, was am Ende dabei rauskommt. Ja. Irgendwas schneide ich jetzt durch. Mal gucken, was. Ach, keine Ahnung. Schon über eine Stunde, merke ich gerade. Oh, danke für die Zeitgabe. Gut, dann machen wir jetzt an der Stelle mal einen kleinen Cut. Weil der Kevin, der muss seinen Zeitwecker nochmal kalibrieren. Wir brauchen alle mal eine kleine Pause und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder im Landwirtschafts- und so weiter Simulator. Genau, mit euren gemeinsam lustigen Leuten. Und das nächste Mal haben wir anstrengendere Themen. Sehr gut. Oh. Ja. Tschö mit Ö. Ja, tschüss durfte noch sagen, genau. Tschüss. Jo, bis dann. Tschö. Fabio einfach perfekt, genau, kurz und bündig. Und ich sage jetzt auch tschüss. Bis zum nächsten Mal.